Guten Abend zusammen. Das sind nur einige aus dem Kurs, die immer noch sehr betroffen sind. Wir sind am 28. Juni in Panama gewesen und das Thema lässt den Kurs überhaupt nicht mehr los. Vor allen Dingen jetzt im Rahmen der aktuellen Diskussion zur Sterbehilfe. Also wir sind im Moment, klar, Schule geht natürlich weiter, und wir sind im Moment mit der Diskussion um die Sterbehilfe beschäftigt und kommen immer wieder auf Panama zu sprechen. Ja. Und ich gebe dann das Mikrofon weiter an Manfred. Ja, also früher wurde gesagt, dass Menschen mit einer Behinderung nur Geld kosten und es nicht wert sind zu leben. Schnell wurde damals ein Urteil über einen Menschen gesprochen. So war es auch bei Menschen mit Krankheiten. Diese Menschen galten als minderwertig und sie kosteten den Staat monatlich 40 Reichsmark. Sie wurden in Landesheilanstalten gebracht und sind auf schlimmste Weise umgekommen. Die Angehörigen bekamen einen Trauerbrief von der Landesheilanstalt, die eigentlich eine Tötungsanstalt war. Für mich ist dies die unmenschlichste Tat, von der ich je gehört habe. Die Busgarage. Warum heißen die grauen Busse graue Busse? Die Busse waren komplett grau und blickdicht angestrichen, sodass niemand rein noch rausgucken konnte. Es gab nur den Weg von der Busgarage durch einen Tunnel in die Anstalt. Alles war abgeschirmt. Man konnte von außen nichts sehen, vom Inneren der Garage nicht nach draußen sehen. Wir fragten uns, warum niemand etwas bemerkte, wenn die Busse durch die Stadt fuhren. Die Menschen wurden unentdeckt in die Anstalt gebracht. Traurig, dass keiner darüber den Mund aufgemacht hat. In der Busgarage hat man sehr gut die Atmosphäre des Nichtwissens gespürt. Erschüttert. Als ich die Stufen in den Keller hinunterging, war es für mich ein seltsames Gefühl. Ich wusste, dass dort viele Menschen getötet worden sind. Außerdem war ich sehr traurig. Die NS-Euthanasie-Opfer dachten, dass sie nach der Untersuchung beim Arzt nur duschen gehen. Sie waren von der Reise sehr müde und freuten sich auf das Bett. Aber dann wurden sie sofort vergraben. Die Gaskammer. In den Keller zu gehen war schon schrecklich, doch dann in einen Raum zu schauen, in den Tausenden von Menschen vergast wurden, unvorstellbar. Mir kam, wie so oft in der Zeit, in der wir uns mit Euthanasie beschäftigt haben, die Frage, wieso konnte so etwas nicht behindert werden? Es gab keinen Weg zurück. Bei der Sektionsraum. Die Ärzte sezierten für die Wissenschaftler an den Universitäten Gehirne der sogenannten Minderversiven. Sie dienten, ohne gefragt worden zu sein, als Forschungszwecke. Die Ärzte müssen irre gewesen sein. Es war ein seltsames Gefühl der Unsicherheit, dort zu stehen, wo unschuldige Menschen auf grausame Art behandelt wurden. Sie wurden wie Tiere behandelt, einfach nur unmenschlich. Meiner Meinung nach waren diese Taten mit das Schlimmste, was die Nazis je gemacht haben. Der Friedhof. Viele Treppen mussten wir hochsteigen, um zu dem Friedhof zu gelangen. Wir gingen an Massengräber vorbei und sahen kleine Steine mit Namen der NS-Opfer. Steine sind Zeichen für die Unvergänglichkeit, die Ewigkeit. Am Ende des Weges steht eine Gedächtnissäule, auf der stand: Mensch achte den Menschen. Jeder soll Respekt vor dem Leben haben. Die Bevölkerung von Panama hat es gewusst und schwieg. Warum? Der Krematoriumsofen. Nach der Vergasung und Sezierung wurden die NS-Opfer verbrannt. Der Brennofen ist nicht mehr da, aber jeder kann deutlich auf dem Boden sehen, wo er einst stand. Wir hatten das Gefühl, den Geruch vom verbrannten Fleisch in der Nase zu haben.